Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es hoffentlich ziemlich lecker. Wir werden uns an einem zuckerfreien Eistee versuchen. Wie das funktioniert, erzähle ich euch jetzt gleich. Auf die Idee gekommen bin ich durch TikTok. Man verbringt ja doch hier und da ziemlich viel Zeit auf dieser Plattform und scrollt sich durch die ganzen Kurzvideos. Und unter anderem bin ich auf ein Video gestoßen oder auf einen Clip vielmehr gestoßen von More Nutrition. Das Video ist nicht gesponsert, das ist keine Werbung, es ist ein reines Experiment, denn ich würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. René und ich, wir trinken sehr, sehr gerne Eistee. In dem TikTok wurde aus einem Chunky Flavor ein leckerer, zuckerfreier Eistee gezaubert. Wie das funktioniert und ob es am Ende schmeckt, das werden wir jetzt gleich erfahren. Vorher würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du noch eben hier unten den Abo-Button drückst und dann würde ich sagen, starten wir. Los geht es mit den Zutaten. Da brauchen wir nur drei. Wir brauchen einen Liter Wasser, den ich jetzt gleich noch aufkochen werde. Dann brauchen wir schwarzen Tee und zwar drei Beutel. Ich habe jetzt hier von einem Discounter so eine Eigenmarke, nichts Wildes. Und dann wird es zum Zitroneneistee durch Chunky Flavor und zwar das Lemon Cheesecake Flavor. Wir brauchen zwei Scoops davon, so sieht es aus und ja, ich würde sagen, ich mache mich mal an den Wasserkocher und dann bringe mir die drei Zutaten zusammen und hoffe, dass es schmeckt. Die Perspektive hat sich jetzt gewechselt. Das Wasser ist aufgekocht und wird jetzt hier eingefüllt. Einen Liter brauchen wir, daher habe ich jetzt erstmal den Messbecher geholt. Später kommt das Ganze natürlich in eine Kanne. Dann die drei Beutel schwarzen Tee, die kommen jetzt hier hinein und die lasse ich jetzt erstmal nach Anweisung 3 bis 5 Minütchen durchziehen. Und dann gucken wir gleich weiter. Die Ziehzeit ist jetzt abgelaufen und der Tee ist richtig schön dunkel. Die Beutel können jetzt raus und das Chunky Flavor kommt rein. Das Ganze hat Stückchen, wird deshalb nachher noch durchgesiebt, aber jetzt erstmal kommt es so komplett, wie es ist, hier hinein. Zwei Scoops. Ich kann euch das Chunky Flavor verlinken. Ich habe das nämlich auf Amazon auch gefunden, denn im Skier schmeckt es hervorragend. Ich hoffe, es taugt doch zu einem Eistee. Mal schauen. Ja, das Ganze wird jetzt hier schön umgerührt und dann darf das durchziehen und abkühlen. Ich stelle das, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, in den Kühlschrank. Hier seht ihr auch die Stückchen. Die sind jetzt gerade total egal, die geben nur Geschmack. Und später, wenn wir es trinken, kommt es natürlich raus. Ja. Das Ganze darf jetzt, wie gesagt, abkühlen, kommt in den Kühlschrank. Und wenn es kalt ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. Und da sind wir wieder. Der Tee ist nicht nur durchgezogen, der ist auch abgekühlt und wird jetzt durch ein Sieb gegeben, weil die Stückchen, die wollen wir im Getränk natürlich nicht haben. So. Mit einem Löffelchen will ich jetzt mal probieren. Schmeckt gut nach Tee, aber ich finde es schon fast ein bisschen zu süß, ne? Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Wasser drauf. So. So haben wir das Ganze jetzt und das darf jetzt in ein Glas mit Eiswürfeln. Und da habe ich noch einen kleinen Hack oder Tipp für euch. Zeige ich euch. Ich habe jetzt ein paar Eiswürfel hier reingegeben und ergänze das durch Zitroneneiswürfel. Habe ich auch auf TikTok gesehen. Ihr seht, ich bin ziemlich viel auf TikTok unterwegs. Und zwar habe ich Zitronen und Limetten gekauft, gewaschen und dann eingefroren. Und das Praktische daran ist, dass ihr sowohl Zitrone habt als auch Eiswürfel. Funktioniert im Getränk wirklich hervorragend. Aber ich glaube, zwei Stücke reichen mir. Genau, das kommt wieder ins Gefrierfach und dann wird jetzt endlich probiert hier. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus und ich probiere mal. Ich finde es richtig schön erfrischend und mit dem aufgefüllten Wasser auch nicht mehr zu süß für meinen Geschmack. Allerdings würde ich noch Zitrone auspressen und mit reingeben. Ich glaube, das gibt nochmal einen extra Kick. Aber definitiv eine sehr, sehr gute Erfrischung für heiße Tage und absolut empfehlenswert.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Theoretisch kann man ja auch grünen Tee verwenden und man könnte auch zum Beispiel das Erdbeer-Flavor verwenden, dass man Erdbeereistee macht. Also ich glaube, ich werde da mal so ein bisschen rumexperimentieren. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wie gesagt. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns im nächsten Filmchen. Tschüss!